Gut, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Zavatta Dino. Ich bin Geschäftsführer von der Novagrid AG und möchte euch ganz herzlich willkommen heißen bei unserem Update also für unser Portfolio im Zusammenhang mit SolarLock, aber auch andere Produkte und Lösungen, die wir im Zusammenhang seit X Jahren auch auf den Markt bringen und unterstützen. Und das Ganze wird circa 3 Viertelstunden bis 1 Stunde dauern. Ich könnte auch gerne nach dem Webinar das Mikrofon dann einschalten und auch ein paar Fragen stellen. Oder dann auch im Chat kann ich dann auch nach dem Webinar, werde ich dann auch sonst im Chat auch Fragen beantworten. Ich habe die ganze Vorlesung auch als PDF hinterlegt. Im Chat könnt ihr die auch abladen, auch nach dem Meeting. Gut, also, können wir gerade kurz anfangen mit unserem Team. Wir sind 5 Leute und sind in Wettigen zuhause. Wir haben seit 2011 sind wir der offizielle SolarLock-Partner in der Schweiz und haben unterdessen auch verschiedene andere Produkte im Sortiment, die im Zusammenhang mit Monitoring, Solarüberwachung, aber auch Smart Energy, Eigenverbrauchsoptimierung bis hin zu CEF. Mehrere Themen, die wir zusammen verknüpfen. Unser Ziel ist, effektiv vernetzte Produkte oder Lösungen anzubieten, die auch irgendwo durch auch selber unabhängig sind, wo man dann auch zusammenführen und miteinander kommunizieren kann. Also effektiv die Digitalisierung versuchen wahrzunehmen mit den verschiedenen Produkten, damit für den Kunden immer die bestmöglichste Lösung und Flexibilität auf jeden Fall auch geboten werden kann. Dass man auch irgendwo durch immer die 80-20-Regel versucht anzuwenden, wodurch auch mit so wenig Aufwand wie möglich das Maximum kann rausholen kann, auch bei komplexen Projekten. Und ganz klar, unser Motto ist natürlich Nachhaltigkeit, dass wir da Richtung Dekarbonisierung weiterhin arbeiten. Das ist auch unsere Hauptmotivation im Team. Das sind unsere 4 sagen wir Standbeine oder Lösungspunkte. Wir haben einerseits sind wir mit dem Monitoring gestartet, mit SolarLock auf der linken Seite. Wir haben aber auch den ganzen Bereich Visualisierung mit SolarFox und Displays erweitert gehabt, auch schon 2011, und haben in den letzten Jahren vor allem im Bereich Smart Energy, also alles, was Eigenverbrauchsoptimierung ist, im Home-Bereich vor allem ganz viele Projekte können beraten und unterstützen. Aber auch im Bereich Netz und Netzstabilität sind wir dann immer wieder kommt dann wieder zum Thema, dass man auch mit dem Solarlog-System kann natürlich gewisse Themen ja, in Bezug auf Netzstabilität, Wirkleistungsreduzierung oder Direktvermarktung haben wir auch bestimmte Lösungsansätze. Und noch ganz klar, CEF seit Anfang 2018 haben wir dadurch auch mit Klimkit eine tolle Partnerschaft können aufbauen, wo wir jetzt auch schon ja, 2 volle Jahre unterwegs sind und auch etwa 80 Projekte mittlerweile realisiert haben. Vielleicht nochmal so als Review. Wir haben SolarLock als Hersteller, ist weltweit in über 140 Ländern vertreten. Das sind jetzt mittlerweile schon mittlerweile über 305'000 Anlagen weltweit, und wir sind jetzt auch mittlerweile auch schon über 14 Gigawatt Peak installierte Leistung vorhanden. Jetzt vielleicht als Punkt Schweiz. Die Schweiz hat in dem Sinn über 20'000 Wir haben über 20'000 Anlagen seit 2011 können realisieren mit SolarLock. Wenn wir jetzt das jetzt haben von der installierten Leistung 2019 anschauen, haben wir etwa 30% wird heute über SolarLock überwacht, also sprich 800 Megawatt Peak sind heutzutage mit SolarLock überwacht. Jetzt noch zu der Hardware, damit ihr einen Überblick habt, was hardwaremäßig wir anbieten können mit SolarLock. SolarLock ist weiterhin auch als Hardware-Herzstück im Zentrum, im Zusammenhang in erster Linie mit der Solarüberwachung. Also einerseits die Wechselrichter-Integration, wo seit über 10 Jahren natürlich Bestandteil ist, mittlerweile erweitert worden mit Speichersystemen, mit Warmwasser-Heizstab-intelligente Systeme oder auch Wärmepumpensystemen und natürlich auch Ladestationen.
bis hin zu Applikationen wie Klimaanlagen, Motoren, aber auch ganz klar auch die ganze Zählung, die immer wichtiger wird, auch im Bereich CIF, die ganze Datensammlung. Das heisst, das Datensammeln wird immer wichtiger und auch die Visualisierung dementsprechend auch gezielt auch wichtig, dass das auch auf einem gewissen Format oder eine gewisse Interpretation auch kann dargestellt werden. Gut, vielleicht nochmal zu den Wechselrichtern. Da sehen wir jetzt eine Zusammenstellung von den über 120 Wechselrichterherstellern, die Solog integriert hat und dementsprechend auch den grössten USP nach wie vor bringt mit Solarlog. Und auch im oberen Bereich haben wir natürlich auch weitere Solution-Partner integriert, wie eben Solarfox-Displays, wie auch Speicher, wie auch Ladestationen und effektiver auch so Wärmepumpensystem. Batteriesysteme jetzt im Detail, das sind momentan die, die wir effektiv komplett integriert haben. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie Fronius, E3DC, Costa BYD, Varta, Sonnen etc. Und das wird auch laufend erweitert, sowie auch die Wechselrichter-Datenbank. Und da sehen Sie die Wärmepumpe-Datenbank, die wir bis heute integriert haben. Das sind die vorintegrierten Wärmepumpensysteme. Das heisst aber nicht, dass wir nicht andere Systeme können bedienen über SG Ready. Das wäre dann so die sogenannte für uns die universelle Art, wie wir auch Steuerungen darstellen mit Relais-Kontakt. Und das wäre einfach jetzt mal ohne Relais-Kontakt direkt über Ethernet-Schnittstelle. Da sind wir jetzt im Bereich Heizstab. Da haben wir auch schon zwei Lösungen im Petto. Einerseits mit MyPV und mit EGO. Bald wird dann noch von MyPV der Aktor, der Leistungssteller Aktor noch hinzugefügt, damit wir auch bestehende Heizeinsätze können, stufenlos und mit dem Solarüberschuss bedienen. Ich sehe dann auch, wir haben noch Klimaanlage, Hybridsystem, Poolpumpe etc. Also man kann dann grundsätzlich universell mit der Relais-Kontakt und unseren Zusatzzubehör verschiedene Sachen natürlich auch ansteuern. Wir haben auch verschiedene Profile, wo man könnte natürlich auch anhand von gewissen Schwellwerten, auch mit der laufzeitgesteuerten Basis oder effektiv auch mit der zeitgesteuerten Basis, dass man zum Beispiel auch mit einem gezielten Zeitfenster auch den Überschuss oder eben die Gerätschaft auch dort aktivieren oder eben deaktivieren. Da noch mal kurz zum Hardware-Portfolio. Wir haben wir sind weggekommen von dem alten Solarlog, dem UFO, also das UFO-Gerät, wo wir jetzt natürlich im Format viel kleiner können produzieren lassen. Wir haben dementsprechend auch die Generation komplett gewechselt. Das heisst, hardwaremäßig ist das Gerät über 10-mal schneller als die herkömmlichen Solarlogs von 2010 bis 2019. Wir haben jetzt quasi einen Einsteiger-Solarlog, das ist der Solarlog 50. Das ist quasi für jede Anlage interessant, auch für Anlagen, die bereits schon das Monitoring-System haben in einem Wechselrichter, ist es durchaus interessant mit dem Solarlog 50, mit einem Kostenbeitrag etwa 150 Franken für das Gerät, dass man die Informationen kann erfassen, überwachen und dementsprechend auch Gerätschaften wie Zähler oder Batteriespeicher auch kann mit aufnehmen. Und der Vorteil von all diesen Geräten sind auf Hutschienen basiert. Also man kann die wirklich in die Unterverteilung installieren. Und somit ja, braucht man wenig Platz für die Installation. All die Solarlogs haben als Basis zwei RS-485 Schnittstellen, weil das ist nach wie vor noch eine wichtige Schnittstelle im Zusammenhang mit den Wechselrichtern. Weil es ist durchaus auch von der Distanz immer noch die idealste Lösung, um lange Distanzen zu überbrücken für die Verkabelung. Ja, ihr seht, der 50er als Einsteigerprodukt hat kein Smart Energy, also man kann das Gerät durchaus bis 30 Kilowatt Peak dann erweitern, von der Anlagengröße her, aber grundsätzlich ist es ja dafür gedacht, dass man vielleicht eine kleine Anlage auch mit dem Speicher kann ausrüsten kann. Man hat eine saubere Überwachung und eine Visualisierung auf dem Smartphone-App. Und wenn man dann im Bereich Smart Energy geht oder natürlich größere Anlage, ist dann natürlich das Solarlog Base
das Hauptprodukt, das heute eingesetzt wird. Base sagt schon selber, also es gibt ein Basisprodukt, wo dann effektiv dann weitere Module kann hinzufügen kann. Wir haben momentan, so wie früher beim Solog, 300, 1200 und 2000 haben wir es eigentlich jetzt quasi analog erweitert mit Solog Base 15 bis 15 Kilowatt Peak, Solog Base 100 bis 100 Kilowatt Peak und Solog Base 2000 bis 2 Megawatt. Das Gerät ist immer das gleiche. Das Einzige, was sich verändert, sind effektiv die Lizenzgrößen. Dementsprechend je nach Anlagegröße wird dann ein anderes Solog ausgewählt. Und somit hat man eigentlich immer das gleiche Gerät, außer die Lizenzen, die dann zum Einsatz kommen. Wie erwähnt, ist das also ein modulares System. Das heißt, wir haben effektiv dann Möglichkeiten, wenn man jetzt einen Relais-Kontakt möchte steuern, für SG-Ready beispielsweise oder für zum Beispiel eine Poolpumpe oder ähnliche Applikationen, kann man gut mit dem Mod.io. Das Modul selbst ist ein Input-Output-Modul, wo man da bis zu 8 Kontakte weiterhin könnte verwenden. Das Mod.io hat aber direkt auch eine integrierte PM-Plus-Schnittstelle. Also früher hat es ja die Solog PM-Plus gegeben für Power Management, sprich für die Rundsteuerempfänger. Anschluss ist heute mit dem Mod.io automatisch gelöst. Das ist eigentlich die gleiche Schnittstelle. Wir werden auch Alarmkontakt als Input auch darüber können, über ein Software-Update in der nächsten Zeit können anbieten. Das heißt, das Mod.io wird effektiv auch flexibel sein in der Anwendung. Was noch nicht lieferbar, aber sicher noch das Jahr wird kommen, ist das Modul 485. Das heißt, wenn die zwei RS-485-Schnittstellen vom Solog Base nicht ausreichend sind, kann man natürlich dann mit zwei weiteren RS-485-Schnittstellen das Mod, also quasi das Solog Base, erweitern. Vielleicht nochmal kurz einen Einblick ins Mod.io, also das Zusatzmodul für Relais-Kontakte oder für PM+. Da sind eben die 8 digitalen Eingänge und eben unten dran die PM+-Geschichte. Das Ganze wird eigentlich abgebunden an Solarlog über einen Bus im hinteren Bereich. Das heißt, wenn man dann da, man bekommt eigentlich mit dem Mod.io zwei Bus-Schnittstellen, einmal fürs Mod.io und einmal dann für der Base und die werden dann miteinander so zusammengehängt und dann in die Hutschiene versetzt und dementsprechend gibt es überhaupt keine Kabelverbindung zwischen den Modulen, sondern es ist eine effektive physische Verbindung im hinteren Bereich vom Gerät. Da sehen wir nochmal die Kombination, also man kann natürlich ganz klar auch die Geräte kombinieren nach Gusto, also effektiv, was man effektiv braucht, da Zusatzmodul. Das Modell wird ja heute schon sehr rege genutzt, vor allem eben wegen PM+, aber natürlich auch wegen der Relais-Kontakt. Und dementsprechend hat man eine Hardware-Basis, die modular aufgebaut ist, haben dann aber auf der Zubehörbasis natürlich da weitere Geschichten wie Zähler oder Sensorik, die man nach wie vor anschliessen kann. Und alles dann, was auf der Cloud ist, sozusagen, auf dem Portal, hat man natürlich die visuelle Ansichten vom Portal oder wie auf der App. Das nochmal zu der Schnittstelle zum Solarlog Base. Ihr seht dann im oberen Bereich die zwei RS-485-Schnittstellen und es hat nach wie vor noch einen S0-Eingang für bestehende Zähler, wo einen S0-Eingang oder Ausgang anbietet, wo man dann könnte auch einlesen. Das könnten auch Windanlagen sein, mit einem S0-Ausgang haben. Dann wäre auch quasi auch eine Windanlage auch zum Beispiel messbar und visualisierbar vom Solarlog. Oder effektiv, wenn der Solarlog den Wechselrichter nicht kann, auslesen, weil das zum Beispiel ein exotischer Wechselrichter ist, kann man da auch selbstverständlich mit einem Zähler arbeiten. Die Speisung ist da, sind da die zwei Pins. Man hat zwei Netzteile, entweder kann man das Netzteil bestellen für die Hutschiene oder das Netzteil für die Steckdose. Das ist je nachdem, nach Wunsch oder nach Bedarf, könnt ihr das so definieren. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine zweite Ethernet-Schnittstelle, nicht nur eine. Die zweite Schnittstelle ist vor allem dann, wenn man ein zweites Netzwerk möchte aufbauen. Man hat ja oftmals die Situation, dass man im Home-Bereich
ganz viel Vernetzungen mittlerweile hat. Man hat eine Ladestation, man hat vielleicht einen Speicher und der Kunde hat selber auch so seine Gerätschaften. Und dass man einfach wirklich die ganze Photovoltaik und Smart Energy Applikation kann miteinander getrennt versetzt laufen lassen, auch Wechselrichter. Und der Kunde dementsprechend, wenn er mal also von Swisscom oder von UPC zum Beispiel einen Wechsel macht, dass nicht die ganze Vernetzung, die ganze Kommunikation dann nicht mehr funktioniert, dass man da effektiv eine eigene Vernetzung versucht aufzubauen mit der Gerätschaft und somit eigentlich da den reinen Internetanschluss anbietet. Das ist natürlich aber auch für im Bereich Netze oder Power Management kann man natürlich auch gewisse Befehle oder Modbus-Befehle direkt über eine zweite abgesicherte Schnittstelle absetzen, ohne dass man da über das Netzwerk muss gehen. Zwei USB-Schnittstellen, eine für Updates oder zum Beispiel auch für Backups und andere Anwendungen werden dann noch weiter folgen für eine zweite Schnittstelle. Der Base, ihr seht, es hat auch ein Display und das ist auch ein Touch-Display. Ihr seht dann auch mit den vier verschiedenen Punkten, das heisst, man hat vier verschiedene Register und man hat auch so drei LEDs. Von den LEDs seht ihr, wenn grün Power leuchtet, heisst, das Gerät ist im Einsatz. Wenn das Internet grün ist, ist natürlich auch die Verbindung zum Internet gegeben. Das heisst, das Gerät kann effektiv über HTTP nach außen senden und die Komponenten sind alle okay, das heisst, die Komponenten, die eben effektiv gefunden worden sind, kommunizieren auch alle rund zu 100% mit dem Solarlog. Falls da irgendeine Störung ist, zum Beispiel beim Internet, dann würde die entweder orange oder rot leuchten, das gleiche bei den Komponenten. Da hat man eigentlich schon auf einen Blick, bevor man überhaupt, wenn man jetzt mal möchte kurz prüfen, sieht man sofort, ob es Störungen gibt. Jetzt zu den Display-Punkten. Wir haben eben, wie gesagt, fünf Register. Das erste Register ist Werte. Da kann man natürlich, wenn man da drauf tippt mit dem Finger, kann man da natürlich dann, wenn man senkrecht aufscrollt, sieht man dann die verschiedenen Informationen. Einerseits haben wir da das bekannte Energiefluss und effektiv so erste Informationen über Werte, also zum Beispiel Erzeugung, Verbrauch, Batterie oder Einspeisung. Status von der Wechselrichter oder von der Komponenten, sowie auch Konfiguration, wo man dann effektiv auch sieht, auf welchem Portal sendet der Solarlog, was für Internetadresse ist hinterlegt etc. Und dementsprechend auch, was die Installation allgemein, wie die definiert ist, was für Software ist installiert und eben auch neu QR-Code. Man kann natürlich, wenn man dann das Ganze natürlich installiert ist, in der Unterverteilung, und sie natürlich die Seriennummer herausfinden, ist es etwas schwierig, die auf der Seite Alphas abzulesen. Kann man dann mit dem QR-Code die kurz abfötzeln, dann hat man die sämtliche Informationen zu dem Solarlog, zu der Software und zu den Lizenzen, die hinterlegt sind. Da eine kurze Matrix, da will ich gar nicht mehr groß viel darüber sagen. Die könnt ihr dann auch nach dem Webinar auch nutzen bei Projekten. Da sind wir einfach effektiv die Möglichkeiten mit dem Solarlog 15 oder Solarlog bis 100 oder 2000 und effektiv was ist integriert und was man effektiv kann verwerten mit dem Produkt. Vielleicht noch als Gegenüberstellung zu der alten Serie. Ihr seht den 50er Solarlog bis hin zu den Base-Produkten gegenüber den 300, 1200 und 2000. Wir sehen natürlich, man hat Möglichkeiten mit einer Erweiterungslizenz, zum Beispiel beim 50 oder beim Base 15, bis 30 kW Peak zu erweitern. Das ist auch dazu mit dem 300er möglich gewesen. Und beim Base 100 sowie beim Base 2000 kann man dann auch zum Beispiel beim Base 100 bis 250 kW Peak die Erweiterung vornehmen. Und wir sehen auch ungefähr die Zuordnung. Wenn man zum Beispiel für einen Solarlog 300 hat, kann man natürlich mit diesen zwei Geräten arbeiten. Und sonst beim 1200 würde es wahrscheinlich Richtung Base 100 gehen. Noch ganz eine wichtige Datenbankinformation. Also wenn ihr mit Solarlog etwas plant, sei es ein Wechselrichter oder eine Ladestation oder eine Wärmepumpe, ist wichtig, dass ihr das vorab prüft, ist überhaupt die Komponenten unterstützt. Und für das haben wir da unter solar-log.com Support
Aber auch Support, unterstützte Komponenten, gibt es da die Auswahlmöglichkeiten, wo man dann die verschiedenen Gerätschaften können auswählen und schauen, ob das Modell überhaupt kompatibel ist. Ja? Damit ihr auch nicht böse Überraschungen habt vor Ort, dass ihr vielleicht bei super neuen Geräten, die vielleicht noch nicht gerade integriert sind, dass die dann nicht ja, eingelesen werden können. Gut, ich würde sonst mal gerade weitergehen zum Smart Energy Bereich. Alles, was jetzt Eigenverbrauchsoptimierung ist. Das ist ja so eine Folie, die eigentlich genau zeigt, wie so eine Eigenverbrauchsoptimierung funktioniert, mal schematisch dargestellt. Man hat also auf einer Seite die PV-Anlage mit den Wechselrichtern, die mit dem Solaranlage verbunden sind, sowie auch einen Gesamtzähler. Als Basis wird heute meistens ein Gesamtzähler vom Solarlog installiert. Somit hat der Solarlog jederzeit die Informationen von der Energiebilanz. Das heisst, was wird produziert, was wird eingespeisen, was wird verbraucht aktuell, dementsprechend, was liegt für einen Überschuss da oder eben was wird effektiv bezogen. Und je nachdem, wie halt auch der Überschuss oder Solarproduktion sich verhaltet, hat man da natürlich Möglichkeiten, da eigentlich mit einem 50er zu arbeiten, ohne mal Smart Energy anzuwenden. Wenn es jetzt richtig Smart Energy soll gehen mit der Steuerung, dann braucht es einen Base und dann könnte man dann da effektiv anfangen, Gerätschaft, also bis zu 10 Verbraucher, verwalten. Und das auch nach Priorität. Das heisst, ich könnte dann zum Beispiel definieren, wir haben eine Wärmepumpe, die wir möchten jetzt, mit Überschuss steuern, wir haben vielleicht einen Heizstab, den wir möchten steuern, oder eine Ladestation oder auch ein Sekomat etc. Also sind dann effektiv viele Möglichkeiten vorhanden. Ich sage immer, bei jedem Projekt suchen immer die Verbraucher, die effektiv das Maximum an Möglichkeiten oder an Eigenverbrauch sich darbietet. Also das heisst effektiv nicht zum Beispiel eine Wäschmaschine, da wird wahrscheinlich wenig Möglichkeiten geben auch zur Automatisierung, sondern Gerätschaften, wo man kann effektiv je nach Zeit und Überschuss grundsätzlich automatisch ein- und ausschalten. Das sind meistens die Warmwasserapplikationen, das sind eben Ladestationen, wenn man das Auto einsteckt und auf Überschuss schon definiert hat, wird dann je nachdem das Auto geladen oder nicht. Und gleich auch bei der Wärmepumpe kann man da gewisse Themen natürlich gezielt ansteuern. Es gibt natürlich auch intelligente Verbraucher, die arbeiten nicht nur mit Informationen, was momentan verbraucht wird oder produziert wird, sondern effektiv sogar auch mit Prognosedaten oder mit Temperaturwert. Und dementsprechend können zum Beispiel auch intelligente, integrierte Wärmepumpe auch noch feiner die Eigenverbrauchsquote oder Linie fahren. Ein bisschen rudimentärer dann mit Relais-Kontakt, wenn es darum geht, was effektiv an Überschuss verfügbar ist, aber auch nicht unbedingt viel schlechter. Das ist dementsprechend einfach ein bisschen intelligenter, wenn noch ein bisschen mehr Daten vorhanden sind. Das bedingt aber auch, dass die Verbraucher effektiv auch einen eigenen Regler haben, wo die Daten vom Solarlog auch können verwerten und bedienen. Eines von diesen Geräten ist zum Beispiel der Ego Smart Heater oder der MyPV-Heizstab. Die können die Daten vom Solarlog aufnehmen, von Produktion und Verbrauch, also sprich der Überschuss. Dementsprechend sieht man da zum Beispiel den Ego Smart Heater mit dem Solaranlage verbunden. Das ist jetzt die rote Linie. Der schafft natürlich nur im Überschuss. Man sieht sehr schön, wie die anhand vom Überschuss fahren tut. Und man sieht, die kann maximal bis 3,5 Kilowatt schaffen. Da jetzt bei einer Sonnenfinsternis, ist sehr spannend gewesen an dem Tag, ist da plötzlich die Sonnenfinsternis gekommen und dann hat natürlich das Smart Heater gemerkt, ah, da hat es ja andere Applikationen, die am Arbeiten sind. Dann ist die kurze Zeit auf Null runtergegangen und dann wieder, wo die Sonne wieder aufgekommen ist, wieder auf volle Last weitergeheizt. Ja, und mit so einem Warmwasserheizstab kann man natürlich sehr viel erreichen im Bereich Eigenverbrauchsquote. Das ist auch etwas vom einfachsten und schnellsten. Vielleicht nicht vom Wirkungsgrad oder von der Nutzung von der Solarenergie vielleicht nicht ganz das Idealste, aber definitiv das Günstigste. MyPV, ähnliches Produkt wie Ego Smart Heater, einfach anstatt mit 500 Watt Stufen stufenlos und auch ohne Zivilistersteller wichtig, weil das ist ja Videohüfte auch verboten.
mittlerweile auch bei verschiedenen Netzversorgern. Dementsprechend arbeiten wir da mit der Leistungsstellung vom MyPV. Und da kann man auch 0 bis 3 Kilowatt Peak stufenlos fahren. Das sieht dann etwa so aus. Ihr seht dann auch effektiv da die grüne Linie vom MyPV. Und man kann auch nach den sogenannten Night Booster aktivieren für Niedertarife oder auch eine legionelle Schaltung, wenn die gewünscht wird. Man kann auch mehrere Heizstäbe installieren und das Ololo kann sich dann je nach Prioritäten auch managen. Ich sehe dann effektiv auch dort den Status, dass momentan Heat Finished wäre, also quasi hat jetzt aufgehört zu arbeiten, aber ich sehe effektiv jedes Mal eben gerade am Arbeiten ist oder nicht. Von der Ladestation sind wir nach wie vor noch mit der Keba unterwegs. Das ist die Ladestation, die wir komplett integriert haben, wo wir effektiv auch Solarüberschuss gezielt auch stufenlos regeln. Ich sehe das als Beispiel. Da hat es zum Beispiel auch eine Anlage mit einem Heizstab. Ich habe jetzt zum Beispiel noch die Keba-Ladestation eingeblendet. Man sieht jetzt sehr schön, da hat es einen anderen Eigenverbrauch. Somit ist Keba als zweite Priorität noch nicht aktiv und wird dann da erst später gezielt aufgefahren und da wieder schön mit dem Solarstrom ja, anhand vom Überschuss dann wieder runtergefahren. Man sieht auch die verschiedenen Optionen bei der Kabelladestation. Also man hat die Möglichkeit, rein Überschuss zu laden. Man kann aber auch eine Minimalladung und Überschussfunktion wählen. Das heisst, wenn ich jetzt grundsätzlich möchte das Auto laden, einfach nicht mit voller Last und möchte auch die Verfügbarkeit vom Überschuss auch noch integrieren. Das heisst, wenn ich jetzt am Morgen einstecke und ich habe noch nicht zu viel Überschuss, tut das Auto zumindest mit 6 Ampere zum Beispiel laden. Also etwa bei einem dreiphasigen Auto sind das etwa 4 Kilowatt. Und wenn dann der Überschuss kommt und 5, 6, 7, 8 Kilowatt Peak oder Überschusswerte die generieren, dann kann das Auto natürlich dementsprechend bis auf ja, auch weiter auf höhere Lasten effektiv auch geladen werden. Das Ganze wird, wie gesagt, auch hier mit dem also Unterverbrauchsanzeige auch schön dargestellt. Der Speicher, das ist so ein Beispiel mit einem Wartungsspeicher, wo man natürlich auch visualisieren kann, was ist die Ladekapazität war und die Ladekapazität vom Speicher. Man sieht es teilweise auch im Sommer, wo der Energieverbrauch eher geringer ist und die Batterie effektiv oft zu 100% geladen wird, dass man fast auch, wenn man sie gut dimensioniert, auch die Batterie über die ganze Nacht kann entladen werden und dementsprechend ja, fast autark ist, auch bei kleinen Investitionen. Da sehen wir jetzt so ein typisches Beispiel mit der SG Ready Wärmepumpe, mit dem Solarlock. Das ist jetzt im Zusammenhang mit der Stiebel Eltron, haben wir das realisiert gehabt. Das heisst, der Solarlock erfasst da die Daten und schickt die an ISG vom Stiebel Eltron und die kann dann über ein internes SG Ready Kommando eigentlich da sehr, ja, sehr genau die Stufen fahren. Das ist natürlich bedingt, natürlich, dass die Wärmepumpe auch mit einer Inverter-Technologie versehen ist. Das heisst, dass die effektiv dann auch mit der Solarüberschusskapazität kann fahren und somit auch ja, optimale Erträge kann generieren. Da haben wir nochmal so eine schöne Darstellung von der verschiedenen App-Visualisierungen, wobei die wird jetzt im Oktober wird die abgelöst, sprich die wird es nach wie vor noch geben für bestehende Anlagen. Es gibt ja dann bald das neue Portal, das Web 4.0, NRF 4.0, und das bringt automatisch auch eine neue App. Also kann man sich freuen, dass die neue App ist sensationell, die habe ich jetzt gerade die ersten paar Bilder gesehen und ja, ist absolut eine tolle Sache. Und nach wie vor ist die App sehr gut noch mit den verschiedenen Kacheln und Pinwänden. Durchaus interessant auch für Kunden, die mehrere Anlagen haben und gezielt die Informationen auf Abruf können darstellen lassen. Zum Zubehör, da haben wir auch verschiedene Themen, die wichtig sind. Einerseits eben der Pro380-Zähler, der ist eigentlich sehr oft eingesetzt. Der bin einerseits für als Zweirichtungszähler für den Gesamtverbrauch, für die Gesamtverbrauchsmessung. Ich kann aber ganz klar auch für CEF
verwendet werden, weil der ist MID-zertifiziert und wir haben den auch als CH-Version können anpassen, dass dann nach der Metas-Norm auch zugelassen ist. Und somit ist das Gerät ja, auch in dem Solarlog sehr gut anzubinden. Man kann dann mehrere Zähler in Serie schalten, also pro Bus 32 Zähler aktuell. Und das Ganze wird dann auch dann aufs Portal visualisiert, auch wenn man verschiedene Mieter hat oder auch Allgemeinzähler etc. Aber ganz klar, in erster Linie wird sich mal einer installiert für den Gesamtverbrauch. Ich kann aber auch sehen, da unten, wenn man einen Batteriezähler braucht, wenn, das, wenn man jetzt einen Speicher hat, der nicht kompatibel ist mit dem Solarlog, aber es ist ein AC-Speicher, kann man ihn gleich als Batteriezähler verwenden, hat man die Lade- und Entladeleistungen trotzdem drin. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Enphase-Installation machen würde, die nicht kompatibel ist direkt mit Solarlog, dann kann man da natürlich einen Zähler installieren und den als Wechselrichtermodus verwenden. Somit haben wir auch immer Möglichkeiten, mit Solarlog auch nicht integrierte Wechselrichter oder Batteriespeicher zu integrieren. Man hat auch die Ausführung mit den Wandlern. Das heisst, oftmals hat man auch ja, vor Ort mehr als 100 Ampere oder 100 Ampere Leistung, die man muss, installieren muss. Und dann, da kommen dann durch die Wandler zum Zug und die CT-Version, wo man dann bis zu 1500 oder höher Ampere kann Anlagen messen. Zu den Steuerungen bieten wir als Zubehör noch die Relaisbox an, die Adam Relaisbox bis zu 8 Relais-Kontakt. Das ist effektiv dann auch, wenn man jetzt mehrere Applikationen hat, wie zum Beispiel mehrere Boiler, die man möchte ansteuern oder mehrere Pumpen, die man möchte ansteuern und die auch sequenziell oder als Matrix kann man da sehr gut auch mit so einem System erfahren und somit auch relativ mit wenig Mitteln eine sehr gute Eigenverbrauchsquote erzielen. Das Ganze auch über Netzwerk. Es gibt die sogenannte Smart Relay Station, also ähnlich wie der Smart Relay Box, nur kann man da direkt 230 Volt schalten pro Kontakt. Und das sind jetzt 3 Kontakte, die man kann verwenden kann. Das Gerät kann auch messen, nicht nur schalten. Das heisst, man hat auch die Unterverbrauchsanzeige dann automatisch auf dem Display, was auch interessant ist. Sensorik, also die ganzen Meteostationen, die wir brauchen, auch für, vor allem bei Grossanlagen. In der Regel kommen die zum Zug ab 100 Kilowattpeak. Was man auch möchte auch verstehen, ist, sind die Strahlwerte noch gut genug? Man hat quasi einen Referenzwert. Vor allem aber bei Anlagen, wo vielleicht nur ein Wechselrichter installiert wird und wir eine Ost-West-Anlage hat und somit auch möchte generell Meteodaten mit einbeziehen. Und somit auch gesehen ist die Kurve homogen mit der Produktion der Wechselrichter. Wir bieten eben also auch noch zusätzliche Sensoren an, also wie Außentemperatursensor oder Windfühler, um auch gewisse Gegebenheiten auch besser zu interpretieren. Vor allem bei Grossanlagen sicher sinnvoll. Gut, die zwei Sachen haben wir schon angeschaut. Ich werde mal direkt zu unseren Zubehörpunkte in Bezug auf 4G-Router. Wir haben ja früher die sogenannte Solarlog mit GPRS-Funktion, wo man SIM-Karte integriert, sind aber auf 2G-Basis. Das heisst, seit längerem bieten wir die nicht mehr an. Einerseits, weil 2G ja abgeschaltet wird, jetzt ja von Swisscom Ende Jahr. Aber andererseits auch, weil man möchte ein besseres ja, Mobilfunk ja, Nutzungen anbieten. Wir haben uns entschieden, da mit Teltonika zu fahren. Das sind sehr gute Produkte, Industriestandard aus Litauen. Und wir haben da 3 verschiedene Produkte, die sehr interessant sind, weil sehr kompakt und sind auf Hutschienen montierbar. Das ganz kleine Produkt, das einen LAN-Anschluss hat und eine SIM-Karte, erlangt in der Regel für einen Solarlog. Und ist auch sehr kostengünstig. Das meistverkaufte ist der Route 240 mit 2 Anschlüssen. Ein bisschen grösser aber vom Format, aber praktisch auch sehr kompakt. Und für die, die jetzt effektiv mehrere Schnittstellen oder LAN-Anschlüsse brauchen oder sogar ein Dual-SIM, die nehmen dann den Route 950. Was wir noch neu im Sortiment integriert haben,
ist die sogenannte Basebox. Der Solarlog Base ist natürlich jetzt ein reines Produkt, das vor China installiert wird. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, was ist dann mit all den Anlagen, die natürlich was keinen Platz hat mit Unterverteilung. Für das haben wir dann uns überlegt, wirklich eine Basebox zu entwickeln. Eine Box, die man kann im Retrofit-Bereich vor allem verwenden. Das heisst, man muss dann nicht unbedingt in der Unterverteilung den Solarlog installieren und vor allem auch, man muss nicht unbedingt ein Elektriker sein, um den Solarlog zu installieren. Dementsprechend bietet die Basebox eine kompakte Installation. Das heisst, die Geräte werden in die Basebox integriert auf die Hutschiene. Es hat eine Schutzart IP66, das heisst, es ist auch für Outdoor gut zu verwenden. Ihr seht da, wir haben da den Stromanschluss, wo man dann kann auch die bestehende Steckdose, wo der alte Solarlog schon installiert worden ist, auch verwenden. Und da haben wir auch eine RJ45-Schnittstelle integriert, damit man nicht ständig muss die Box aufmachen, wenn man auf den Solarlog müsste zugreifen. Man hat dann auch verschiedene Kabelverschraubungen für Zuleitung, für Wechselrichter und andere Komponenten. Und wenn man die Box aufmacht, sieht das etwa so aus. Man hat dann da so einen, das Netzteil vom Solarlog, das da verbunden ist mit dem Kabel. Und dann haben wir da den Base mit dem Mod.io beispielsweise, wo verbunden sind im Bus rein. Da ist die Speisung zum Solarlog und da hat man zum Beispiel auch so einen Teltonika-Router gerade auch passend integriert und somit eine kompakte Geschichte, wo man dann auch die Löcher könnte wieder verwenden für die Installation. Gehen wir zu der Software. Das ist sehr eine interessante Entwicklung, die Solarlog momentan am machen ist. Wir haben sind jetzt schon gut anderthalb Jahre, wo das Produkt entwickelt wird und jetzt sind wir effektiv in den finalen Zügen. Es gibt schon einen Release, wo vor allem in Deutschland schon eingesetzt wird, die ersten Kunden. Wir denken in der Schweiz, das Portal Ende Herbst, Anfangs Winter 2020, also das Jahr noch zu releasen für Neukunden oder auch für Bestandskunden mit ein paar wenigen Anlagen, weil es gibt, das Produkt ist momentan noch von dem Modul her, hat noch nicht alle Module drauf, wie das heutige Web 3. Das bedeutet, dass also die Module werden jetzt Woche für Woche, Monat für Monat weiterentwickelt und die werden dementsprechend dann auch auf der gleichen Höhe sein von der Funktionalität. Ich würde sonst mal wechseln. Und würde euch mal den Browser zeigen. So. Gut. Ich sehe es da effektiv. Ich würde mich da mal zuerst ausloggen. Und log mich mal ein auf ch.nrest.world. Das ist so die typische neue Domain. Und wenn ich mich da einlogge, komme ich mal direkt als Anlagebetreiber auf eine Hauptmaske, wo ich dann effektiv auch sehe, was momentan meine Anlagenflotten sind. Ich habe eine Anlage im Wartungsvertrag. Zum Beispiel, oder ich habe sämtliche Anlagen, die vielleicht noch in Garantiezeit sind. Ich bin da im Bereich Monitoring schon drin. Ich sehe da verschiedene Apps oder Funktionalitäten im Portal. Das Ganze ist auf Widgets basiert. Also es ist nicht mehr so die klassische Webseitenstruktur, sondern effektiv ist das neue Konstellationen mit den Widgets. Man kann flexibel auch Funktionalität oder Modul anbieten. Jetzt im Bereich Überwachung würde ich zum Beispiel in eine Flotte gehen, wo ich 9 Anlagen habe und aktuell mehrere Fehler. Ich sehe auch im Überblick auch in der Flotte, dass gewisse Anlagen viel, viel besser im spezifischen Ertrag funktionieren. Zum Beispiel da haben wir zum Beispiel eine Migros-Anlage, die in Kilo schon pro Kilo-Pick besser funktioniert als meine private zum Beispiel.
Aber es gibt auch andere Anlagen, die ein bisschen schlechter funktionieren. Es gibt schon Hinweise darauf, wenn man ähnliche Anlagen gruppiert, dass man da sofort auf einen Blick sieht, welche Anlage hat vom spezifischen Ertrag her schafft schlechter oder besser. Ja? Also man kann aber gleichzeitig da sich eindrillen in die Anlagenflotte. Und dann hat man da jetzt da mehrere Anlagen mit der jeweiligen Seriennummer, Anlagengröße und die verschiedenen Fehlertypen, die entstanden sind. Dann sind es Datenübertragung zum Portal, Komponenten oder Ausfälle von Kommunikationskomponenten, Abweichungen im Prozent zwischen den Wechselrichter und sonst allgemeine Statusfehler. Ich würde mal meine Anlage mal nehmen, meine private. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade drauf klicke, habe ich dann gerade alle gelisteten Fehler, die ich auf einen Blick kann auch anschauen. Ich sehe die aktuelle Leistung mit dem Verbrauch und Produktion. Ich sehe die Monatsproduktion und ich sehe auch die Jahresproduktion von der Anlage. Ich sehe jetzt natürlich auch Informationen über Meteo und habe dann sonst andere Informationen, die interessant sind im Bereich Überwachung. Es ist durchaus möglich dann in Zukunft, wenn man so ein Web 4.0 hat, dann dass man die Widgets natürlich anders kann anordnen oder auch andere Widgets kann integrieren, die für einen vielleicht interessanter sind für eine Anlagenüberwachung. Jetzt sehe ich, die Anlage ist gespiegelt von einem anderen Portal und kann jetzt aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt möchte, tiefer analysieren, kann ich zum Beispiel da in die Analyse gumpen oder direkt da zum Beispiel in die Analyse und komme dann automatisch jetzt in die Analyse von meiner Anlage, kann zum Beispiel letzte Woche mir mal anzeigen lassen und sehe effektiv gerade mal das Verhalten da die warmen Tage. Und da sieht man auch das Elektroauto, das geladen worden ist. Und natürlich jetzt die berüchtigten Tage. Ich kann natürlich aber auch die Ansicht verändern und zum Beispiel auch alles, was der Speicher erstellt hat, auch kurz anschauen im Zusammenhang mit der Produktion, mit der Ladung und Entladung vom System. Es gibt mir auch gerade sofort einen Hinweis, wie gut hat jetzt mein Speicher die letzten Wochen können schaffen. Ich kann aber auch gezielt relativ schnell auch auf einen MPP-Vergleich gehen. Da sehe ich, ich habe da eine Anlage mit einerseits Nord- und Süd ausgerichtete Modul. Man sieht das auch sehr schön dann auch, dass die MPPs auch anders sich verhalten auf dem spezifischen Ertrag. Ich kann aber natürlich auch, wie wir da noch das CEF integriert haben, auch Rohdaten visualisieren. Ich sehe, es braucht jetzt ein bisschen länger, bis die Daten geladen werden. Aber wir sehen dann in kurzer Zeit da sämtliche technische Details bezüglich der Zähler. Einerseits Spannungen, Ströme und Wattwert. Da sieht man zum Beispiel auch das Elektroauto. Und tätige Themen werden immer wichtiger in Zukunft, um die Daten dann können gezielter sammeln oder effektiv auch zu analysieren. Ich würde sonst zu einer anderen Anlage mal drauf gehen. Zum Beispiel haben wir da die Installation vom Mira-Gebäude. Muss ich genau mal zurückgehen in die Überwachung. Kommt jetzt da schnell auf die Anlage mit Wartungsvertrag. Ich kann jetzt mal die Anlage nehmen. Jetzt bin ich am falschen Ort. Entschuldigung. So. Genau. Und da sieht man jetzt effektiv auch die verschiedenen Typen von Fehlern. Ich kann es auch sortieren. Jetzt hat man da zum Beispiel auch mögliche Möglichkeiten. Da sehen wir die letzten Fehler, die es gab im Februar bezüglich Kommunikation. Da sehe ich dann effektiv dann auch in einer Heatmap, wo die Fehler gewesen sind. Vielleicht aktuell besser dargestellt auf einer Kommunikation. Kann ich vielleicht da zeigen, ich habe bei mir zuhause ein Develo und da sieht man sehr schön, dass das Develo nicht immer 100% funktioniert, auch mit der Datenübertragung. Alles was grün ist, sehen wir da vom 5. August bis am 11. August zum Beispiel,
über die ganze Laufzeit, über die Stunden grundsätzlich gut funktioniert, aber es hat immer wieder Aussetzer gehabt von Kommunikation zum Internet und hat man relativ schnell ein bisschen einen Überblick, wie so Probleme zu analysieren sind. Vor allem, wenn Sie jetzt mal eine 4G-Installation haben, ist das durchaus sinnvoll, das so zu analysieren und zu verstehen, liegt das am Netz, liegt es an der Karte, liegt es am Sololog oder liegt es an anderen Themen. Gut. Man hat dann auch eine Taskliste, das heisst, man kann von einer Überwachung, ich gehe wieder zurück zu einem Fehler, ich kann jetzt zum Beispiel wieder den Fehler nehmen, können wie schnell das System auch reagiert. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt den Fehler und den Fehler möchte ich jetzt analysieren oder als Task umwandeln. Ich sehe da effektiv auch Möglichkeiten, auch andere Fehler anzuschauen, aber ich gehe jetzt gerade mal da drauf und erstelle mal einen Task. Internet prüfen. Das ist dann die Fehlermeldung vom SolarLog. Bitte prüfen TVLO zum Beispiel. Ich kann das speichern und gerade zur Taskliste dann hinzufügen. Und ich sehe automatisch, ich kann einen Fälligkeitstermin angeben, zum Beispiel bis morgen soll das gelöst sein. Ich sehe auch, dass die Anlage die Seriennummer hat, die Firmware. Ich sehe den Standort von der Anlage. Ich kann die auch auf der Karte auf Google Maps anzeigen lassen. Das ist natürlich interessant für einen Einsatz. Ich sehe, wer ist der Kontakt. Ich kann da sämtliche Sachen noch hinzufügen. Und somit kann ich den Task auch dann oder Kommentar kann ich dann erstellen und dann auch schliessen. Wenn ich das dann gemacht habe, sind die Tasks unter offen oder in Bearbeitung oder erledigt. Und kann natürlich, wenn ich das Problem jetzt gelöst habe, kann ich die von in Bearbeitung oder bis zu erledigt dann auch mit Drag and Drop lösen oder abstellen oder erledigen. Wir haben einen Bereich Administration, wo ich eine Anlage in Anlagenflotte umwandeln oder Benutzerverwaltung, da kann ich jetzt nicht gross drauf ein. Das werden wir dann bei den Schulungen dementsprechend dann auch gezielt auch darstellen. Aber vielleicht noch spannend, Pinwand. Wir haben ja früher die sogenannten Dashboards ja noch gehabt, so haben wir immer noch. Und das Ganze wird jetzt neu als Pinwand definiert. Jetzt habe ich da schon mehrere Pinwände erstellt. Also man kann sich mehrere Dashboards oder Pinwände definieren. Und es sind jetzt auch wieder mehrere Widgets. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel unter Pinwand mir eine neue Pinwand definieren. Und dann komme ich da automatisch so wie ähnlich wie in einem App Store, wir nennen dem Widgeteria, wo man die verschiedenen Widget-Elemente kann hinzufügen kann. Jetzt kann man sagen, ich möchte zum Beispiel das Widget haben oder das Widget haben. Ich möchte zum Beispiel das Widget haben. Allenfalls noch das da und vielleicht noch das Wetter. Und dann sehe ich da die verschiedenen Widgets. Ich kann die Anlage suchen. Ich kann zum Beispiel jetzt meine Anlage nehmen. Ich kann sie zur Pinwand hinzufügen. Und dann komme ich so quasi in meinen Edit-Modus ein. Und sehe dann so schon spannende Widgets, wo ich dann kann sagen, gut, ich möchte jetzt zum Beispiel auch ein bisschen die Länge ziehen. Und möchte auch vielleicht auch die Position wechseln. So. Genau, und sage, das passt mir. Ich gebe dem jetzt einen Namen. Ich tue das auch safe und habe dann so meine Pinwand erstellt. Und so kann man das auch für verschiedene Kunden, Drängkunden auch definieren, wo man dann auch als visuellen Punkt oder auf der App oder auch auf dem Display dann darstellen lassen. Schön ist, man kann auch Slideshows neu machen. Das heisst, wenn ich jetzt eine Slideshow und mir eine Slideshow möchte definieren, könnte ich zum Beispiel eine Slideshow erstellen und kann eben so die verschiedenen Pinwände hinzufügen und die so zum Beispiel da einfach mit Drag and Drop integrieren. Ich kann dem auch einen Slideshow-Namen geben. Intervall von 5 Sekunden werden die Pinwände rotiert, wird das gespeichert. Und schon bin ich jetzt in der Slideshow und dann werden es 5 Sekunden wird sich ändern und dann kommen auch andere Pinwände zum Zug. Also ich sehe, das System ist sehr flexibel, wird von Woche zu Woche mit Funktionalität erweitert. Und ich denke, wir werden dann eben im Herbst
die ersten Releases anbieten. Die Interesse haben, können natürlich jetzt schon eine Beta-Version anfragen. Da können wir auch ein Portal für euch erstellen, um auch ein, zwei, drei Anlagen spiegeln vom bestehenden Portal. Und dann könnt ihr auch mit dem Produkt schon einfach ein bisschen testen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Gut, dann würde ich sonst nämlich nochmal zurück zur Präsentation. Werde ich jetzt hier die Screens mal übergumpen. Wir haben jetzt ja live können anschauen. Ja, das ist eine andere Sache, wo ich jetzt noch nicht drauf eingegangen bin mit der Analyse. Das ganz lässige Sache, die man kann sich auch zusammenstellen mit Drag and Drop. Ich will gerade zum Punkt SolarGuard ein paar Worte verlieren. SolarGuard ist eine neue Dienstleistung. Wir haben es gerade in der Corona-Zeit uns überlegt. Und auch schon seit Jahren ist die Idee schon um, dass wir einen Service anbieten für Installateure, die ein Portal haben und grundsätzlich keine Zeit haben, um die Anlageüberwachung quasi auszuführen im Alltag, weil es nicht zum Kerngeschäft in der Regel gehört. Das haben wir vernommen, dass eigentlich bei den 800 Megawatt Peak, die installiert sind, sind doch ein grosser Teil, obwohl sie ein Portal haben, sind sehr, sehr viele Fehlermeldungen, werden unbeachtet oder nicht behandelt. Und für das merken wir einfach, ja, vor allem wenn die Wartungsverträge im Hintergrund sind und Kunden effektiv Installationen gekauft haben und Serviceverträge haben, dass wir auch versuchen, da die Installateure oder auch die Anlagebetreiber unter die Arme zu greifen und mit dem Service, PV-Monitoring als Service, für euch könnt zur Verfügung stehen als Outsourcing-Partner. Wir haben bei uns Möglichkeiten mit unserem System, mit unseren Software-Möglichkeiten, die Sachen gezielt zentral zu verwalten und täglich zu überprüfen. Das Ziel ist ja, dass man die Performance von der Anlage maximieren, dass man eine konstante Optimierung hat von der Konfiguration. Das sind Sachen, die oftmals fehlen. Das heisst, die Anlage wird zwar installiert, erfasst und aufs Portal gebracht, aber oftmals sind die Konfigurationen nicht richtig eingerichtet und somit wird unnötig viel Fehlermeldungen generiert oder effektiv merkt man gewisse Installationsfehler überhaupt nicht. Und wenn man das natürlich sauber anhand von der Stringplan oder Stringlayouts konfiguriert, merkt man relativ schnell Fehler bei der Installation, kann die beheben und somit auch die Performance der Anlage maximieren. Das Ziel ist, dass man auch Meldungen von Fehlern tut auch plausibilisieren, dass man nicht jeden Fehler euch mitteilen, sondern effektiv prüft, sind das Fehler, wo effektiv muss vor Ort jemand schauen. Und somit bieten wir euch eigentlich mehr Fokus auf euer Kerngeschäft. Und das spart natürlich viel Geld und Zeit und ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man den After-Sales-Dienst für eure Kunden auch kann erweitern. Das heisst, grundsätzlich, wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit, aber würdet gerne eine Wartung anbieten, dass ihr einen Partner habt, der das für euch kann erledigen kann. Von der Dienstleistung her bieten wir in erster Linie ein sogenanntes Konfigurations- und Performance-Check. Das heisst, wenn eine Anlage schon läuft, dann werden wir anhand von den Stringplänen, die ihr habt, prüfen, ob die Anlage sauber läuft und ob alles richtig eingerichtet ist. Man macht dann allenfalls Firmware-Updates und Einstellungen auch in der Parametrierung der Fehler. Konfiguration, würden dann aktive Kontrollen vornehmen und würden innerhalb von 48 Stunden Fehler, Ausfallmeldungen, die wir plausibilisiert, innerhalb von 48 Stunden melden. Und das eigentlich mit unserem modernen Ticketsystem. Das heisst, es wird nicht über E-Mail funktionieren, weil E-Mail ist, sagen wir heutzutage, sowieso schon eine Flut an Informationen. Also haben wir uns entschieden, das mit einem Collaboration-Tool, mit einem Zusammenarbeitstool, das zu machen. Und somit haben wir auch gezielt die dedizierte Plattform, wo man die Sachen auch behandeln kann. Wir können natürlich auch technischen Fernsupport bei Ausfall oder Störung dann auch aktiv betreuen mit euch und dann auch mögliche Anzeigen, Probleme oder Fehler auf dem Portal auch beheben. Support wird dann kostenfrei und die Reports werden auch automatisiert euch zur Verfügung gestellt. Das ist so zum Beispiel das System, das wir nutzen. Wir nutzen monday.com.
für die Zusammenarbeit bei der Fehlersuche und Fehlerkommunikation. Da haben wir zum Beispiel ein Beispiel von zwei Anlagen, die wir da aktuell betreuen. Wir haben mittlerweile aber auch schon 25 Anlagen. Wenn das System ist erst seit ein paar Monaten aktiv, wenn wir 25 Anlagen haben, bieten wir die Art von Kommunikation. Also hat man zum Beispiel Fehler, die man momentan am Prüfen sind oder die, die wir schon an Kunden schon können mitteilen. Man hat auch irgendwo ein Handover-Infofenster, wo man sieht, wie lange ist der Fehler schon am Laufen und kann dann wie in einer Chat-Funktion quasi die sämtlichen Funktionen und Bilder oder Fehler auch rapportieren, dass man auch immer eine Gesamthistorie hat von der Kommunikation. Gut, ich würde sonst jetzt gerade mal abschließend noch die letzten paar Minuten Klinkit widmen, unsere Lösung im Bereich CEF. Klinkit ist ein Hersteller in Vevey, in der Romandie. Gegründet in 2016, ehemals ein Solarteur, Sönergic. Das sind 7 Leute, die für Klinkit aktuell arbeiten. Und wir sind seit 2018, Januar, sind wir offizielle Partner für die deutsche und die italienische Schweiz. Und im Dezember 2018 ist auch Klinkit von der Group E übernommen worden. Der Energieversorger in Raum Freiburg. Seit 2017 sind jetzt von Klinkit her über 400 CEF-Projekte schon realisiert worden, schweizweit. Wir haben knapp jetzt mittlerweile schon 80 Projekte in der Deutschschweiz realisiert und haben schon sind jetzt schon über 3.500 Zähler installiert worden. Ich sehe da auch die paar Referenzen, die momentan mit uns arbeiten oder auch Projekte mit uns schon realisiert haben. Ja, Klinkit als solches ein sehr interessantes Produkt, auch von der Kosten-Nutzen-Relation her. Vom Konzept her eigentlich relativ simpel. Also man hat vom Prinzip-Schema her gesehen, hat man eigentlich nur noch einen Zähler am Hausanschluss vom EW und würde dann pro Partei dann die sogenannten Klimkit-Zähler oder eben auch pro 380-Zähler, je nachdem, wenn man das mit Sololock realisieren oder mit Klimkit-Zähler, beides funktioniert, werden die grünen Zähler quasi frisch aufgerüstet für das CEF. Und somit braucht es eigentlich nur noch ein EW-Zähler. Außer man hat da natürlich eine Anlage über 30 Kilopik, da braucht es natürlich noch einen Produktionszähler seitens EW. Ich sehe da, Klinkit übernimmt als Verwalter, als Dienstleister die Rolle für im Zusammenhang zwischen Investor und dem Mieter zum Beispiel. Die Rolle, dass man kann natürlich all die Rechnungen, die vom EW kommen, werden von Klinkit zahlt, quasi als Partner oder als CEF-Verwalter. Zahlt dann die Rechnung auch um EW gezielt und schickt dann automatisiert alle 3 Monate Stromrechnung im Zusammenhang, was effektiv an Solarstrom verbraucht worden ist oder auch Netzbezug verbraucht worden ist, Hochniedertarif. Und einmal im Jahr werden dann die Gutschriften an Investor vom verkauften Solarstrom oder vom eben effektiv verkauften Solarstrom an die EW quasi dann Investor zurückzahlt. Das Ganze erfolgt natürlich alles über eine Cloud-Lösung. Das heisst, die Zähler und die Informationen werden da über das Gateway auf die Klimkit-Plattform hochgeladen. Und Klimkit kann dann mit einem Lastgang von 15 Minuten sehr gezielt sagen, wie viel Solarstrom oder wie viel Strom vom Hoch- und Niedrig ist jetzt von Mieter 1, 2 oder 3 bezogen worden. Wir haben 2 Systeme mit Klinkit. Einerseits haben wir das Metering, andererseits haben wir auch das Energy-Paket. Das Metering ist das Basispaket, das heisst, man tut praktisch, anstatt dass man eine Excel-Tabelle macht und die Zähler selber auslesen, tut Klinkit die Daten erfassen auf 15 Minuten Intervall und eben gezielt dann auch erstellt quasi eine Proforma-Rechnung.
Und das kostet dann die 3,50 Franken pro Monat pro Zähler. Somit kann dann der Investor da das BKM, das PDF ausdrucken oder auch dem Kunden weiterleiten und eine Rechnung stellen, für wo es effektiv auch verbraucht worden ist. Das ist vor allem bei kleinen CEF sicherlich ideal und kostengünstig. Wenn man aber möchte, das Ganze in Kasso an Klimkit überladen, dass eben effektiv Klimkit auch die Rechnung vom EW zahlt und effektiv auch die Rechnungen der Mieter schickt, dann kann man natürlich die All-in-One-Lösung nehmen für 6,50 Franken pro Monat pro Zähler und somit hat man auch als Investor nichts mehr damit zu tun. Vorteil ist natürlich, die Kosten könnt ihr natürlich auch eins zu eins den Mieter in der Regel auch weiterverrechnen. In der Regel sind ja heute die Mietkosten für Zähler seitens EW in der Regel Minimum auf dieser Basis, wenn nicht höher, in der Regel sind zwischen 8 und 10 Franken. Das muss man dann, je nach Gemeinde muss man das genau bestimmen, wenn man es CEF macht. Da kann man auch die Gebühren grundsätzlich den Mieter weiterverrechnen. Das ist soweit auch passend dann auch für das Energy-Paket. In letzter Zeit hat man auch nicht nur das CEF für Strom eine Lösung angeboten. Jetzt haben wir zwei neue Module hinzugefügt. Also Klimkit hat jetzt das Heating-Paket für Wärme- und Wasserzählung hinzugefügt. Das heisst, wir können dann mit M-Bus auch sämtliche Wärme- und Wasserzähler auslesen. Und das Pricing ist grundsätzlich identisch wie beim Strom. Und das Gleiche auch bei E-Mobility. Wenn man jetzt Ladestationen hat in der Garage, mehrere Ladestationen, kann man die natürlich auch pro Benutzer faktorieren oder ja, auch dynamisch sogar faktorieren mit einem RFID-Chip. Das ist alles möglich über Klimkit. Vorteil ist, wenn man zum Beispiel zwei Energy-Pakete verwendet, zum Beispiel CEF allgemein und noch ein E-Mobility-Paket, dann sind das nicht mehr 6,50 Franken, zum Beispiel bei Energy, dann sind es nur noch 5,50 Franken im Paket und somit spart man auch noch ein bisschen Geld. Dann nochmal vielleicht nochmal zur Übersicht. Habe ich da das Beispiel genommen mit 8 Parteien. Wenn ich jetzt 8 Parteien hätte ich 8 Wohnungen plus einen Allgemeinzähler, also 9 Einheiten für Strom, Wasser und Wärme, dann wäre ein Kombi CEF und Heating würde das 7 Franken pro Monat pro Zähler kosten. Das heisst, im Jahr würden es dann die 756 Franken sein für das gesamte CEF. Wenn ich jetzt noch das E-Mobility-Paket würde nehmen, wo ich zum Beispiel noch 4 Ladestationen hätte, würde ich im Metering dann nochmal die 3,50 Franken, also nochmal die 168 Franken pro Jahr zahlen für die Dienstleistung, für die Abrechnung. Und beim Energy sehen wir dann Tito dasselbe, einfach mit der Rabattierung auf 5,50 Franken pro Zähler pro Monat, dann schon 6,50 Franken in der Kombination. Und somit haben wir da ja, eine sehr gute Kombination oder Modulzusammenstellung von diesen Produkten. Ich gehe nochmal eins zurück. Da seht ihr auch die Möglichkeiten, falls ihr dann mit Sololog eine Lösung möchtet fahren, weil Sololog vielleicht schon installiert ist. Da könnt ihr selbstverständlich auch Sololog-Zähler installieren und dementsprechend wird das Ganze über das Sololog-Portal weiterhin funktionieren und dann haben wir über eine WebAI-Schnittstelle gezielt auch Möglichkeiten, die Daten von den Zählern über die API auf das Klimkit-Portal zu bringen und dementsprechend dann die Abrechnung darzustellen. Gut, ja, da vielleicht noch ein, zwei letzte Folien. Da effektiv Klimkit im Bereich E-Mobility. Man hat jetzt auch ein dynamisches Lastmanagement und eine dynamische Abrechnung. Das heisst, Klimkit prüft jetzt auch am Netzanschlusspunkt, wie viel Strom ist überhaupt verfügbar und was ist momentan der Lastgang und kann somit, je nachdem, wie viele Autos angeschlossen sind und was momentan bezogen wird im Haus, die Last auch super und dynamisch auf sämtliche Ladestationen, ob es jetzt Keba oder Zaptec sind, verteilen lassen. Aktionen und Events. Wir haben durch die 2G-Problematik bei Swisscom, dass dies abgeschaltet wird, haben wir so eine Retrofit-Aktion ins Leben gerufen. Das heisst, die Produkte sind jetzt ein bisschen günstiger. Die können dann bis Ende August bei uns beziehen, zu einem guten Tarif und dann nachrüsten, dort wo es nötig ist.
Wir haben natürlich auch noch weiterhin unsere neue für Alt-Aktion für Solarlog, für alte Solarlog, wo vielleicht ein neuer Solarlog sinnvoll ist. Und das ist auch sinnvoll, also dann von der, vom Tausch, falls mal der Logger ja, sollte austauscht werden für eine neue Generation. Da kann man natürlich bei Bestandskunden, muss man nicht ein neues Gerät das zum vollen Tarif beziehen. Die letzte Folie noch das Training. Wir haben noch zwei Praxisschulungen, die wir anbieten das Jahr, einfach weil wir merken, dass schlussendlich ist eine Theorie schön, aber eine Praxis macht es dann immer wieder aus, dass man auch mit dem Gerät wirklich mal hands-on kann schaffen, mit dem eigenen Laptop und somit auch den Austausch auch untereinander, auch mit anderen Installateuren und kann Erfahrungen austauschen. Die nächste Schulung ist am 23. September in der Umweltarena. Kann man sich anmelden unter novagrid.ch/training oder auch bei der Solarmarkt in Aarau am 18. November. Wir werden weiterhin auch Webinars machen. Die nächsten werden eher kürzer sein, gezielt auf spezifische Themen, dass man da auch gewisse Inputs kann euch weitergeben kann, ohne dass man eine gesamte Schulung muss besuchen muss. So, das war es. Ich habe zwar ein paar Minuten überzogen, aber ich hoffe, ich konnte euch die wichtige Informationen geben und haben etwas mitnehmen an dem Webinar und ich würde jetzt sonst den Raum jetzt freigeben für Fragen. Ihr könnt dann das Mikrofon einschalten, wenn ihr möchtet oder dann auch über das Chat. Okay. Hallo? Hallo, Dina, Sachenmerk. Ah, hallo, Erich. Danke für die super Schulung. Kannst du das uns als PDF zustellen? Ja, das PDF ist im Chat abgeleitet. Man kann es abladen. Und jetzt im Zoom unter Chat gehst, kannst du es abladen. Sonst kann ich es dir auch später auch. Mail schicken. Wenn ich jetzt da im Chat reingehe. Genau, habe ich es dort abgeleitet. Genau. Okay. Besten Dank, Daniela Müller, für das Kompliment. Gut, also wenn sonst keine anderen Fragen rum sind, würde ich sonst das Webinar abschliessen. Falls ihr es nicht dann können abladen, das Update, könnt ihr mir gerne auch ein Mail machen. Dann schicke ich euch das gerne nach per E-Mail. Und ja, bei Fragen ganz klar könnt ihr uns anrufen, die Hotline. Und ja, würde mich freuen, euch wieder zu sehen oder zu hören in einem der nächsten Webinare oder Schulungen. Besten Dank. Schönen Tag noch.